Herr Pasen, szanowny panie burmistrzu Słubic, panie burmistrzu Potocki. Sie verehrte Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt an der Oder, Herr Ploss. Bardzo serdecznie witam pana przewodniczącego Rady Miasta Słubice, pana Tomasza Kisiewicza. Sie verehrte Stadträte der Stadt Frankfurt an der Oder, szanowni państwo radni miasta Słubice. Wir treffen uns heute Nachmittag in der Stadt Frankfurt an der Oder zusammen mit den Vertretern der polnischen Stadt Słubice. Die deutsch-polnischen Beziehungen im Herzen Europas müssen sich vor allem von unten entwickelt und das scheint wie eine, ich würde sagen, banale Wahrheit zu sein, zwischen den Menschen, zwischen den Partnerstädten, zwischen Gemeinden. Mit Polen verbindet Deutschland, so würde man sagen, die längste gemeinsame Grenze, in der Tat, die deutsch-tschechische Grenze ist etwas länger in der Zwischenzeit geworden, aber sagen wir, die längste Grenze gen Osten. Wenn man sich hier zum Beispiel in Berlin befindet, wir oft stellen uns die Frage, was liegt fast im Vorort von Berlin, dann die Antwort lautet Polen. Das insbesondere gilt für Frankfurt an der Oder. Für eine bessere Verständigung, für das Überwinden von Verurteilungen und negativen Klischees, sind natürlich diese unmittelbaren Eindrücke, persönliche Kontakte zwischen den Menschen das wichtige Fundament. Die Städtepartnerschaft zwischen Frankfurt an der Oder und Słubice ist hier eine sehr gute Ausgangslage. Spotykamy się dzisiaj więc we Frankfurcie, mieście, które z sąsiadującymi Słubicami tyle łączy, co dzieli. Dzieli rzeka, jest to fizyczny podział, ale łączy już wiele lat wzajemnej współpracy. Łączą takie spotkania, jak dzisiejsze wspólne posiedzenie przedstawicieli władz obu miast. 3 dni temu minęło 10 lat od podpisania porozumienia między miastem Frankfurtem i Słubicami. Myślę, że to, co dla państwa stało się normalnością, dla wielu jeszcze osób i w Polsce, i w Niemczech, na pewno również dla wielu osób w Europie, nie jest rzeczą codzienną. W związku z tym, że Polskę z Niemcami łączy niemal 500 umów o partnerstwie podpisanych pomiędzy miastami, gminami, powiatami, landami i województwami, pozwoliłem sobie w czasie mojego pierwszego pobytu w Niemczech jako ambasador Polski ustanowić nagrodę ambasadora dla przykładowych związków partnerskich dla władz miast niemieckich, gmin oraz landów, które w ciągu tylu lat od czasu przełomu politycznego nawiązały kontakty i współpracę z miastami polskimi, gminami i województwami rozwijały. Gestatten Sie mir bitte, dass ich aus Anlass der vorbildlichen partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten, der Stadt Słubice und mit der Stadt Frankfurt an der Oder, ich möchte diese gute Zusammenarbeit mit dem Preis des Botschafters der Republik Polen in der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen. Eine der gut bekannten in Polen, aber auch in Deutschland, Bildhauer, der Professor Józef Kaczyński,
hat diese kleine Spatulette, die Sie hier stehen sehen, ich sage eine kleine Statuette, obwohl die 25 Kilo hat, der hat es entworfen und auch abgegossen mit dem Namen Partnerschaft und Zukunft. Die stellt zwei Linien, die irgendwo in Zukunft zusammenlaufen und sich irgendwo auch in Zukunft treffen. Und ich möchte heute Nachmittag den Preis Sie, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt an der Oder, überreichen. Der Preis des Botschafters von Pol wurde schon bisher in vorigen Jahren an die Stadt Hannover 1999. Das war die erste Stadt, die nach der Unterzeichnung des Vertrages, Deutschen Vertrages 1970 in Warschau angefangen habe. Danach auch im Jahre 2000 an Frankfurt am Main, dann an Münster und Göring 2002 verliehen. Zum zweiten aber mal in der Geschichte wird die Deutsch-Postische Stadt mit dem Preis ausgezeichnet. Frankfurt an der Oder, die in diesem Jahr das 750-jährige Jubiläum ihres Bestehens feiert. Diese Partnerschaft ist in den vergangenen 10 Jahren durch das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern der beiden Städte, Kirchengemeinden, Stiftungen, Schulen, aber auch mit vielen anderen Leben erfüllt worden. Bürgerschaftliche Projekte und Kompetenzstand entstanden in der Partnerschaft und sind Garant ihres Erfolgs. Die zeigen auch wie zahlreiche Beispiele. Ein allseits bekanntes Beispiel bildet die Hochschulkooperation der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, das seit ihrer Wiedergründung am 15. Juli 1991 mit der Adam Mickiewicz Universität in Posen eng zusammenarbeitet. Ein weit sichtbares Zeichen und Symbol dafür ist auch das Kollegium Polonikum an der polnischen Oder. Heute kommt ein Drittel der Viadrina-Studenten aus Polen.